Ja, schönen guten Tag und herzlich willkommen in der Staatskanzlei zu unserem heutigen Statement mit Wirtschaftsminister Professor Dr. Andreas Pinkwart zur Stärkung von Konjunktur und Wachstum für Deutschland und Nordrhein-Westfalen. Herr Minister, Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank, Herr Kracht. Meine sehr verehrten Damen und Herren, der beispiellose Einbruch der Konjunktur in Deutschland weltweit erfordert eine energische Reaktion aller staatlichen Ebenen. Die Herausforderungen sind gewaltig. Daher müssen Bund und die Europäische Union mit ihrer Finanzkraft vorangehen. Das Land Nordrhein-Westfalen wird dies mit einem umfangreichen Programm unterstützen. Das hat Herr Ministerpräsident Laschet gemeinsam mit mir vor knapp 2 Wochen hier bereits zugesagt. Wir haben mit unseren 10 Impulsen, die wir aus Nordrhein-Westfalen in die bundespolitische Debatte eingebracht haben, auch den Anspruch deutlich gemacht, konjunkturpolitisch schnell wirkende Impulse mit der ohnehin notwendigen Modernisierung unserer Wirtschaft zu verbinden. Da freue ich mich sehr, dass der Bund in seiner gestrigen Entscheidung in vielen Punkten den 10 Impulsen aus Nordrhein-Westfalen auch entsprochen hat, um die Krise wirksam bekämpfen und kräftige Anreize für den Konsum zu setzen. Die Schwerpunktsetzung des Zukunftsprogramms auf Klimaschutz und Digitalisierung entspricht exakt der Zielsetzung der nordrhein-westfälischen Landesregierung. Alles in allem ist das Programm des Bundes eine aus unserer Sicht gute Basis, unser Land rasch aus der Krise zu führen und gleichzeitig bei der Lösung der großen Megatrends voranzukommen. Wie Sie wissen, trägt die Wirtschaft fast 90% der gesamten Investitionen in Deutschland. Investitionsspielräume leiden aber unter der Krise nun in besonderem Maße. Eine schnelle Stabilisierung und eine mittelfristige Stärkung setzt daher auch ein investitions- und innovationsfreundliches Steuer- und Rahmensystem voraus. Daher begrüße ich, dass der Bund zahlreiche steuerliche Punkte aus unseren Impulsen aufgreift. Die befristete Anhebung des Höchstbetrags für den Verlustrücktrag sichert Liquidität in den Betrieben. Ein wichtiger Teil eines schlüssigen Gesamtpaketes, das Investitionen mobilisiert und die Wirtschaft modernisiert, ist die Anhebung der steuerlichen Forschungszulage, für die wir uns ja hier auch aus Nordrhein-Westfalen sehr eingesetzt haben. Das gilt auch für die besseren Abschreibungsmöglichkeiten, gerade für digitale Wirtschaftsgüter. Dadurch schaffen wir einen Anreiz für dringend notwendige Zukunftsinvestitionen. Entlastung für die Verbraucherinnen und Verbraucher wie für die Wirtschaft bringt auch die Senkung der EEG-Umlage. Insgesamt bleiben die Strompreise beim internationalen Vergleich nach wie vor zu hoch und eine Sonderlast der heimischen Wirtschaft, aber auch der Verbraucherinnen und Verbraucher. Und eine echte Reform des Fördersystems für die Erneuerbaren lässt weiterhin auf sich warten. Dazu wird die Landesregierung Vorschläge auch im bundespolitischen Diskurs unterbreiten. Und wir hoffen sehr, dass wir hier auch noch zu Fortschritten kommen können. Leider sollen gerade Unternehmen und Mittelständler weiterhin den Solidaritätszuschlag zahlen. Hier hätte ich mir ein konsequenteres Vorgehen gewünscht. Der Kinderbonus hingegen in Höhe von 300 Euro, der ebenfalls auf unseren Vorschlag vom Mai zurückgeht, ist eine gute Entscheidung der Bundesregierung. Ministerpräsident Armin Laschet und ich haben ihn angestoßen, um die besonderen Lasten durch die Schließung von Schulen und Kitas auszugleichen. Vor allem aber stärkt er kurzfristig und ohne zusätzliche Bürokratie die Kaufkraft und verschafft dem Handel, den Dienstleistern, aber eben auch den Herstellern zusätzliche Nachfrage. Wir haben, Sie erinnern sich, einen Betrag von 600 Euro pro Kind einmalig zusätzlich vorgeschlagen, um einen noch größeren Impuls anzustoßen. Allerdings geht nun die Bundesregierung an anderer Stelle einen großen ergänzenden Impuls, indem sie die zeitlich befristete Senkung der beiden Mehrwertsteuersätze vorsieht. Dies kommt ebenfalls den Familien zugute und stellt eine wichtige zusätzliche Entlastung dar.
Und das ist ein neben dem Familienbonus wichtiger Beitrag, um die Konsumspielräume vor allen Dingen der Haushalte hier zu stärken. Und das hilft auch der Konjunktur. Der Bund will, wie von uns angeregt, auch unternehmerische Digitalisierungsprojekte und Investitionen in nachhaltige Zukunftstechnologien und klimaneutrale Prozesse der Industrie unterstützen. Dadurch können wir die Krise für einen echten Modernisierungs- und Wachstumsschub nutzen. Power-to-X, Wasserstoffanwendung, Speichertechnologien und den Klimaschutz voranbringen. Die Bundesregierung hat noch einmal bekräftigt, dass sie ihre Wasserstoffstrategie jetzt zeitnah vorlegen will. Wir arbeiten an der Roadmap Wasserstoff für Nordrhein-Westfalen, der wir dann passgenau auch auf die Strategie des Bundes Antwort geben wollen. Auch das ist ein ganz wichtiger Impuls. Die Förderung klimaschonender Fahrzeugantriebe und energieeffizienter Gebäudetechnologie kann diesen zum Durchbruch verhelfen. Gleichzeitig stimuliert sie die wirtschaftliche Leistung von Schlüsselindustrien mit europaweiten Lieferketten. Das ist deutlich besser, als es eine undifferenzierte Abwrackprämie getan hätte. Auch das hatten wir hier so in unseren Impulsen bereits zum Ausdruck gebracht. Die Exzellenz und Vernetzungskraft in Spitzenclustersystemen will der Bund ausbauen. Und er will auch die Digitalisierung der Verwaltung weiter voranbringen. Besonders wichtig sind die angekündigten zusätzlichen Mittel für die Infrastruktur. Wir haben einen riesigen Nachholbedarf beim Ausbau und der Modernisierung der Verkehrs- und Digitalnetze, Energienetze, Ladesäulen und auch der Bildungs- und Gesundheitsinfrastruktur. All das soll jetzt verstärkt werden und das wird hier in Nordrhein-Westfalen noch ganz wichtige Impulse und eine Stärkung des Standortes möglich machen. Eine Voraussetzung für eine Stärkung der öffentlichen Investitionen und damit für die Modernisierung der Infrastruktur vor Ort ist die Entlastung der Kommunen. Sie stand deshalb bei uns im Impulsepapier auch ganz am Anfang als erster Impuls. Sie sind der größte öffentliche Investor. Da ist ein richtiger Schritt und eine gute Nachricht, gerade für viele Städte und Gemeinden in Nordrhein-Westfalen. Wenn der Bund in der aktuellen Krise gemeinsam mit den Ländern die massiven Mehrausgaben und Einnahmeausfälle zum Ausgleich bringen will, das soll im Wesentlichen ja über eine Kompensation der Gewerbesteuereinbrüche erreicht werden, wie aber auch durch einen höheren Anteil des Bundes an den Kosten für der Unterbringung, eine Forderung, die wir ebenfalls hier an den Bund gerichtet haben. Es ist eine strukturelle Maßnahme, die auch über Corona hinaus den Kommunen, gerade in Nordrhein-Westfalen, auch helfen wird, ihre Finanzierungssituation zu verbessern. Insgesamt begrüße ich, dass das Bundespaket wichtige Vorschläge des Landes aufgegriffen und es auch ein Stück weit als Blaupause genutzt hat. Etwas mehr Ambition hätte ich mir noch in folgenden Punkten gewünscht. In den grundsätzlichen Fragen der sozialen Sicherungssysteme, der Unternehmensbesteuerung, des Energiesystems fehlt die Kraft zu nötigen Reformen, um die Wettbewerbsfähigkeit zu steigern. Diese zentralen Aufgaben müssen aber weiter angegangen werden. Es ist sicherlich gut, dass die Sozialabgaben jetzt gedeckelt werden und aus dem Bundeshaushalt entsprechend kompensiert werden. Aber wir brauchen natürlich Reformen, die eine nachhaltige Tragfähigkeit eröffnen und bei den Unternehmenssteuern auch eine bessere Wettbewerbsfähigkeit des Standortes erlauben. Beim EEG habe ich schon deutlich gemacht, dass dieses System der dringenden, grundlegenden Überarbeitung bedarf. Wir sehen auch beim Dekarbonisierungsprogramm für die Industrie noch zusätzliche Handlungsnotwendigkeiten, um das Wachstums- und Innovationspotenzial von Klimaschutztechnologien auszuschöpfen und dabei auch Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel noch besser zu berücksichtigen. Etwa auch bei der Förderung von Batteriespeichern ist Handlungsbedarf. Wir sehen aber auch Chancen, wie wir es hier dargestellt haben, bei dem notwendigen Strukturwandel an den Kohlestandorten, sowohl im Rheinischen Revier als auch bei den Steinkohlekraftwerkstandorten. Hier ist es ganz wichtig, dass jetzt das Strukturstärkungsgesetz, das Kohleausstiegsgesetz, schnell verabschiedet werden und dass wir möglichst Maßnahmen dann auch so früh wie möglich zur Umsetzung bringen können, dass wir die eine oder andere Maßnahme auch zeitlich vorziehen können. Hier müssen wir weiter mit dem Bund darüber reden, dass das auch möglich wird.
Ebenso hätte ich mir gewünscht, dass die Vorfälligkeit der Sozialversicherungsbeiträge abgeschafft worden wäre. Das hätte die Betriebe noch mal mit zusätzlicher Liquidität versorgen können, ohne dass es den Staat zusätzliche Mittel gekostet hätte. Wichtig wird natürlich auch sein, dass wir beim Thema Bürokratieabbau und Entfesselung vorankommen. Da sagt der Beschluss gestern einiges, aber jetzt wird es natürlich darum gehen, dass wir so konkret wie möglich werden. Wir brauchen aus meiner Sicht ein ambitioniertes Bürokratieentlastungsgesetz 4 des Bundes und der Länder, damit wir gerade jetzt die Krise als Chance auch nutzen, hier mit Planungs- und Genehmigungsverfahren beschleunigt voranzukommen, damit auch die investiven Mittel, die jetzt zusätzlich geschaffen werden, auch schnell Wirkung zeigen können. Die Bundesregierung muss nach meinem Dafürhalten auch Sorge dafür tragen, dass Unternehmen weiterhin einen Zugang zu Finanzierung bekommen. Sonst droht vielen kleinen und mittleren Unternehmen in der derzeitigen Krise ein Abschmelzen der Eigenkapitaldecke und eine Verschlechterung der Bonität. Hierzu muss auch das Schutzpaket des Bundes für Start-ups zügig und unbürokratisch umgesetzt werden, weil hier dringend ebenfalls Handlungsbedarf besteht. Wir freuen uns darüber, dass eine Anregung Nordrhein-Westfalens jetzt wohl umgesetzt werden soll, weil es die steuerliche Verbesserung der Bildung von Mitarbeiterbeteiligung gerade in Start-ups anbetrifft. Das könnte uns jetzt in dieser Phase auch sehr helfen. Auf all diesen Feldern, die ich beschrieben habe, die berücksichtigt sind, die man vielleicht noch ergänzend berücksichtigen sollte, stellt das Land Nordrhein-Westfalen auch eigene Mittel bereit und setzt auch eigene ergänzende Programme auf. Ohne einen kräftigen staatlichen Anstoß wird die Rückkehr auf einen stabilen Aufwärtspfad jedenfalls nicht gelingen. Um es klar zu sagen, das vom Bund vorgesehene Volumen von 130 Milliarden Euro halten wir für ein wirksames Konjunktur- und Modernisierungspaket für absolut angemessen. Sie erinnern sich, wir hatten 120 Milliarden hier für notwendig erachtet und vorgeschlagen. Es gab andere Stimmen, die meinten, dass man mit weit weniger die Konjunktur wirksam beleben könne. Wir sind also auch an dieser Stelle, was das Gesamtvolumen anbetrifft, der Meinung, dass das genau richtig gesetzt ist, um zusätzlichen Schwung auch zu erzeugen. Das wollen wir in den nächsten Tagen und Wochen durch entsprechende Maßnahmen auch des Landes ergänzen. So hatten wir das auch angekündigt. Dabei wird auch die in groben Zügen angekündigte Überbrückungshilfe des Bundes eine wichtige Rolle spielen. Hier ist das Volumen gestern auf 25 Milliarden noch mal festgelegt worden. Wir haben heute Nachmittag die Wirtschaftsministerkonferenz, an der auch Herr Altmaier teilnehmen wird. Da werden wir uns auch austauschen, wie dieses nächste Soforthilfeprogramm 2, wenn man so will, ausgestaltet werden kann, wie es möglichst unbürokratisch und zielsicher für die Branchen bereitgestellt werden kann, die besondere Schwierigkeiten hatten, ihre Geschäfte wieder aufnehmen zu dürfen und aufnehmen zu können. Auch das wird wichtig sein, dass wir in der Breite die Unternehmen und die Arbeitsplätze mitnehmen können, damit sie im Aufschwung dann auch wieder ihre Leistungsfähigkeit voll zur Entfaltung bringen können. Hierzu erwarte ich aus den Gesprächen heute Nachmittag weitere Konkretisierung, sodass wir Sie dann auch zeitnah über dieses Überbrückungsprogramm informieren können. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, herzlichen Dank, Herr Minister Professor Pinkwart. Wir kommen jetzt zu Ihren Fragen. Gibt es Fragen der hier Anwesenden? Das sehe ich nicht. Eine Frage hat uns erreicht von Frau Schwedes von der Deutschen Presseagentur. Sie fragt Sie, Herr Minister Pinkwart, planen Sie als Land den Familienbonus auf die in Aussicht gestellten 600 Euro aufzustocken? Wir haben ja hier deutlich gemacht, dass wir eine Entlastung der Familien für sinnvoll erachten, dass wir eine Stärkung der Kaufkraft für notwendig erachten. Wir sind bei Vorstellungen schon gefragt worden, was wir denn unternehmen würden, wenn der Bund sich unserem Vorschlag in keiner Weise anschließen würde. Dann haben wir gesagt, dann muss man schauen, ob wir ergänzende Maßnahmen auf Landesebene ergreifen können. Jetzt können wir feststellen, der Bund hat unseren Vorschlag aufgegriffen. Das ist schon mal eine gute Botschaft. Er hat den Betrag nicht in dem Umfang gewählt, wie wir ihn vorgeschlagen haben. Aber er hat eben auch, und das habe ich eben auch hervorgehoben, einen anderen
weiteren Vorschlag jetzt gemacht, nämlich die Mehrwertsteuer abzusenken, sowohl den 19% Mehrwertsteuersatz um 3 Punkte auf 16% und den geringeren Mehrwertsteuersatz von 7 auf 5. Das ist natürlich eine Entlastung, die kommt allen Bürgerinnen und Bürgern zugute, aber natürlich gerade den Familien. Und sie hat auch diese Absenkung einen hohen Umfang, auch vom Volumen her. Und die Länder beteiligen sich natürlich, weil sie auch an den Mehrwertsteuereinnahmen partizipieren, beteiligen sich auch an den Einnahmeverlusten, die daraus erwachsen. Sie tragen also diesen Teil des Konjunkturpaketes mit, sodass sich insgesamt unsere Forderungen zur Entlastung der Familien durch die beiden Vorschläge auch hinreichend abgedeckt sehe. Darüber hinaus werden wir aber sicherlich auch in unserem Paket die Kinder, die Familien, die Bildungseinrichtungen nochmal in ganz besonderer Weise in den Blick nehmen und sicherlich auch ergänzende Vorschläge machen. Vielen Dank. Wir haben Stand jetzt, 11.20 Uhr, keine weiteren Fragen vorliegen. Dann danke ich Ihnen herzlich für die Ausführungen. Ihnen herzlichen Dank für das Interesse. Und wir verweisen nochmals darauf, dass auch der Ministerpräsident sich ja um 12 Uhr äußern wird, dann in der Landesvertretung in Berlin. Aber wir streamen das entsprechend auch digital. Vielen Dank für Ihr Interesse. Vielen Dank.